Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Undertales. So, wir machen ein paar kleine Vorbereitungen. Wir brauchen tonnenweise Fressen. Und, da. Kaufen. Legendärer Held. Ja. Steak mit Gesicht eines wunderschönen Metatoren. Verdammt, für den Rest haben wir kein Geld mehr. Gut, diese Zeit, kleiner Kumpel. Ja, ja. Ich glaube, das war eine scheiß Idee. So. Versuchen wir es mal. Boja, Schöntels könntest du. Das kennen wir ja. Was wirst du machen? Drehen. Dreh dich, du. Wirklich, wo? Bling! Clever. Sehr clever. Drama. Lichtkamera, Action. Metatron posieren! Trotz seiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Drama, Baby! Oh, wow! Item, okay, was? Ja, Steak, du isst gesagt Steak! Das Publikum flippt völlig aus, du bist komplett geheilt! Ich bin das Idol für jeden! Okay, und nochmal, Pose. Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Lächle in die Kamera, Baby. Ich könnte noch eine Pose machen, aber geht leider nicht. Legherr, legendär. Du hast das legendäre Held. Angriff steigt um 4, du bist komplett geheilt. Oh, es ist Zeit für ein Pop-Quiz. Komm, hast du eine Tastatur? Ja. Bam, 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 bam. Nett, du bekommst einen goldenen Stern. Oh, ich bin hier voll geheilt, von dem her posen. Du machst eine dramatische Pose. Warum zeige ich nicht deins? Metatron. Okay, und jetzt pushieren. Drama, Baby, Drama. Oh, ich höre mir nur auf. Okay. Pose. Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Immer wie schlägst du dir bei der Tanzfläche? Dum, 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 dum. Gut, und jetzt noch mehr Pose. Diese Verletzung ist gut, kannst du mithalten. Noch mehr Posen. Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Nicht Kamera, Baby. So, Posen. Trotz deiner Verletzung. Ja, Dinge werden hochgehen. Nein! Ich bin zu lange geblieben. Besser, wenn wir kleines Zeug nehmen und nicht unbedingt Helden und so. Auch wenn es mehr Punkte bringt, aber ich glaube vom Geld her
sind die anderen Sachen ein bisschen besser beraten. Und ich kann sie ja nur einmal essen. Ups, hier. Kaufen Sternparfait. Du musst etwas ablegen. Nein, okay. Gehen. Ciao, Kumpel. Wie war's? Okay, Handy, die Ring. Ein Hot. Das steht für Hotline, oder? Okay. Diffuse Brille. Sternparfait. Ah, hier. Timmy-Flocke. Ja, die sollte ich auch mal essen. Gut, kaufen Sternparfait und Sternparfait. Nein. Ich geh mal. Also, wir gehen wieder zurück und machen da die Kleinigkeit kaputt. Ah ja, wie heißt die Kleinigkeit schon wieder? Ach ja, Metaton. Ich glaube, diesmal können wir speichern. Ja. Entschlossen, ja. Gut, rein da. Sein neues Kostüm scheint mir zu gefallen. Drin. Okay, du erzählst, dass etwas Cooles hinter ihm ist. Ja. Wirklich wo. Bang. Clever, sag lieber. Bussieren. Drama, Baby. Licht, Kamera, Action. Verdammt. Pose. Drama. Er muss die eigentlich nicht zerstören. Posen. Dramatische Pose. Verdammt. Ich glaube, ich muss Waffe essen. Ja, es gibt 300 Punkte. Für das andere bringt es nicht so viel, oder? Also. So. Pose. Dramatik. Oh, es ist Zeit für ein Pop-Quiz. Zeit ist vorbei. Mit? Sorry. Aha, für die Zukunft. Pussieren. Ja, voll an Drama. Pose, Baby. Pose. Trotz seiner Verletzung, ja. Und wie schlägst du dir auf der Tanzfläche? Eigentlich sehr gut. Nach Metaton. Hier, noch mehr. Dramatische Pose. Kannst du mithalten? Gut. Pose. Das ist eine dramatische Pose. Lichtkamera Bombe. Pose. Du machst eine dramatische Pose. Wir werden hochgehen. Okay. Passieren. Zeit für unsere Sendepause. Ja, bewegt sich extrem schnell. Ist Markenessen geheilt. Wir sind soweit entfernt, Schnuppi.
wäre es mit Herz zu Herz. Wer braucht Beine, wenn er solche Arme, wenn er solche Beine hat? Drummer. Was sind Dramatische? Arme, wer braucht Arme mit solchen Beinen? Wer wird dennoch gewinnen? Pusen. Posen. Trotz Verletzungen mache ich schwer. Schau, was weitergeht. Taktik Posieren. Aus einer Verletzung. Drama Action. Dann dabei sind wir so weit gekommen. Ah, verdammt. Scheint alles könnte so mit der Tonne, oder? Indem du ihn jetzt umdrehst. Na klar. Hier dreht sich um. Messer cool. So, das hätten wir. Kniebe. Wurschtig klebe. Fusieren. Los, gib dein Bestes gleich. Posieren, los. Lächle in die Kamera, Baby. So, posieren. Du hast eine Verletzung. Zeit für ein Pop-Quiz. Und du hast eine Tastatur, ja, ja. Posen. Schutz einer Verletzung. Voll Drama, Baby. Aber jetzt ist Zeit für Taktik. Mit seiner tiefen Runde. Drama. Oh, ich bin mir nur auf. Oh. Pusa. Ah, gut. Aber du schlägst du dich auf der Tanzfläche? Okay, Fusieren. Kannst du mithalten? Okay, warte, jetzt ist glaube ich Posen. 500. Der Kamera Bombe. Ich gehe auf Nummer 6. Paffe. Magnessen. Spurico. Okay. Jetzt kommt die Pause, oder? Zeit für unsere Sendepause.
Metador. Ja, los, tanze, Baby, tanze. Wir sind so weit entfernt, schnuppen wir das mit Herz zu Herz. Klemmburger, wer damit? Aber wer braucht schon Arme? Okay, muss überlegen. Oh, ich darf nicht zu lange überlegen. Magnessen. Du bist das Sternenparfait. Die Show muss weitergehen. So hier posieren. Drama Action. Pose, Mann. Das Publikum. Kamera. Genug davon. Möchtest du die Menschheit möchtest du, dass die Menschheit verschwindet? Oder glaubst du einfach so sehr an dich selbst? Parfait, das muss sein. Ich bin geheilt. Aha, wir müssen gewinnen. Nun, Schnucki, wenn du oder ich. Ich denke, wir wissen beide, wer gewinnt. Der Leben die Ware macht, der Star der Menschheit. Metator. Parfait. Du bist ein Sternparfait. Das Publikum lebt die Marke. Du bist komplett geheilt. Oh, schau dir diese Wertung an. So viele Zuschauer hatte ich noch nie. Das ist ein Meilenstein der Zuschaueranrufe. Ein wunderbarer Zuschauer hat die Chance, mit dir zu reden, bevor ich den Untergrund dann komplett verlasse. Schauen wir mal, wer als erstes durchkommt. Hey, du bist im Fernsehen. Was sagst du zu dieser letzten großen Show? Oh. Hi, Metaton. Ich schaue wirklich gern deine Sendung. Mein Leben ist ziemlich langweilig, aber dich im Fernsehen zu erleben hat mir wirklich Freude im Leben beschert. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, das ist die letzte Folge. Ich vermisse dich, Metaton. Oh, ich wollte nicht so lange reden. Oh, nein, warte, warte bitte. Er hat schon aufgelegt. Ich werde weitere Anrufe entgegen. Ich nehme weitere Anrufe entgegen. Metaton, deine Sendung hat uns so glücklich gestimmt. Metaton, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll. Metaton, es gibt ein Metaton-Loch in meinem Metaton-Herz. Aha, ich verstehe. Wir alle, ich danke euch so sehr. Schnucki, vielleicht ist es besser, wenn ich hier eine Weile bleibe. Die Menschen haben schon Stars und Idole, aber Monster haben nur mich. Wenn ich gehe, verliert der Untergrund seinen Funken. Und hat eine schmerzende Leere, die nicht mehr voll wird. Also, ich denke, ich muss meinen großen Auftritt verschieben. Außerdem hast du bewiesen, dass du sehr stark bist. Vielleicht sogar stark genug, um an Ascore vorbeizukommen. Ich bin mir sicher, du kannst die Menschheit sichern. Haha. So ist es sowieso am besten. In Wahrheit ist der Energieverbrauch dieser Form eher ineffizient. In wenigen Momenten habe ich keine Akkuladung mehr und, naja, mir wird es gut gehen. Mach sie fertig, Schnucki. Oh no.
Und noch einmal danke an alle. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Ja. Ich konnte das Schloss öffnen. Seid ihr beide? Oh mein Gott! Metaton! Metaton, bist du? Gott sei Dank, es ist nur der Akku. Metaton, wenn ich dich verloren hätte, ich hätte... Ich meine, hey, ist doch kein Problem, oder? Er ist nur ein Roboter, wenn ich versagt hätte, könnte ich immer noch einen neuen bauen. Warum gehst du nicht weiter? Ich brauche nur einen Augenblick. Hey, Metaton Baby. Er hat keinen Akku mehr. Kann man da nichts machen? Tut mir leid. Gehen wir weiter. Habe ich sie jemals von vorne gesehen? Du wirst also bald Argo treffen, richtig? Du musst ziemlich aufgeregt sein, nicht wahr? Es geht. Du wirst endlich nach Hause gehen können. Mir gefällt's hier. Warte. Ich meine, ich wollte nur Tschüss sagen und ich halte das nicht mehr aus. Ich hab dich angelogen. Eine menschliche Seele ist alleine nicht stark genug für die Barriere. Man braucht mindestens eine Menschenseele und eine Monsterseele. Wenn du nach Hause möchtest, musst du seine Seele leben und Asgore töten. Nö. Tut mir leid. Hey, warte, Kleines. Ist sie jetzt weg? Ja. Warte. Auch hier ist alles weg. Gut. Es scheint, als wären wir dem Ende nah. In diesem Fall... Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.